Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Mina, und heute gibt es mal wieder ein neues Video von mir. Und zwar geht es heute um die Foundation von Houselabs und um den Concealer von Houselabs. Ich habe die ja vor meinem Urlaub noch bestellt, aber noch nicht verwendet und noch nichts damit gemacht. Also wird es ein First Impression Video, aber auch eine Review sozusagen, weil ihr werdet jetzt dabei sein, wenn ich es das erste Mal auftrage, und ihr werdet dann auch dabei sein, wenn ich sie dann mehrere Male auftrage. Also dieses Video wird so ein bisschen geschnitten sein. Ein Tag werde ich die Houselabs Foundation so auftragen, ein Tag so, ein Tag so, ein Tag so, und ihr werdet dann immer sehen, wie sie am Ende des Tages performt hat bei mir. Genau. Heute ist also der erste Tag, First Impression. Ich habe hier gar nichts in meinem Gesicht, kein SPF, kein Primer, kein gar nichts. Und ja, so fangen wir an, und wahrscheinlich morgen wird es dann mit SPF sein, dann übermorgen mit Primer und so weiter. Ja, was ich zu der Foundation sagen kann, eigentlich gar nichts. Ich wollte eigentlich gar nicht auf diesen Hype aufspringen, dass ich das unbedingt haben muss. Aber dann waren halt schon viele geile Reviews, und dann habe ich mir gedacht, ja, könnte vielleicht was sein. Vor allem, weil ich ja so viele wassergebundene Foundations habe und nicht so viele silikongebundene Foundations, oder wie man das auch nennen möchte, habe. Ich werde euch dazu ein Video verlinken von dem lieben Maxim. Der hat da so eine Liste gemacht. Diese Foundations sind wassergebundene und die andere eben Silikon, und die gehört zu Silikon. Und von Silikon habe ich nur von Catrice die True Skin Foundation. Alle anderen sind bei mir so wasserbasierend. Deswegen habe ich mir gedacht, das könnte bei mir auch funktionieren. Was wir noch testen werden, wie es sich verhält, mit was für einem Pinsel ich es auftrage. Ob ich es jetzt mit so einem festgebundenen Pinsel auftrage oder... Moment. Oder ob ich es mit so einem Pinsel auftrage. Ich finde den nämlich auch richtig geil. Habe auch andere Foundations damit aufgetragen, und das sieht echt krank geil aus damit. Aber wir machen halt immer nur zusammen die Base, und ich zeige euch das fertige Ergebnis. Und dann das fertige Ergebnis dann am Abend, wenn ich wieder zu Hause bin. Genau. Also fangen wir jetzt an, quatschen wir jetzt nicht mehr rundherum. Ja, zuerst mal schütteln, gut schütteln. Mal schauen, ob überhaupt auf die Farbe passt. Bin ich auch gespannt. Ja, Online-Kauf kann ich da nur sagen. Jo, vom Kopf. Mal pumpen. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich nehme dafür diesen MAC Pencil hier, den Foundation, und trage die Foundation auf, wie ich auch andere Foundations jetzt auftragen würde. So ihr Lieben, also manche Leute würden jetzt sagen, ich sehe aus wie ein Geist, aber wenn ich jetzt so das und das hier so vergleiche, sieht das eigentlich ganz gut aus von der Farbe, und außerdem kommt ja noch so viel drauf, mein Contour, Bronzer und so weiter. Also ich denke, dass die Farbe eigentlich ganz gut passt für das, dass ich sie eben online bestellt habe. Deckend ist die Foundation auch. Ich habe jetzt 3 Pump genommen, aber
Man hätte auch weniger nehmen können. Ich wollte es eben schon, dass man sieht, dass ich eine Foundation trage. Schau. So, den Kollegen hier hat jetzt nicht so abgedeckt, aber macht mir jetzt wirklich auch nichts aus. Kommen wir zum Concealer. Ist ja richtig cremig. Also das spürt man so auf der Haut. Das ist so nichts so wässrig, sondern so cremiges. Ja, auch die Foundation finde ich cremig, aber den Concealer noch viel mehr. Für unter die Augen nehme ich so einen Concealer Brush. Also hält schon noch richtig auf. Im Licht sieht man, also die Foundation glänzt. Aber ich liebe Glow, deswegen ist das absolut okay. Und da hat es ja sehr viele pflegende Inhaltsstoffe in der Foundation. Daher passt es, glaube ich. Und jetzt sieht man, glaube ich, eh besser, dass das mal passt. So, ja. Ich nehme euch einfach heute mal ein bisschen mit Contour und mit all dem anderen für die Base. Und dann morgen wisst ihr einfach Bescheid, was ich mache. So, das ist der Fenty Beauty Stick in Amber. Jetzt kommt das Laura Mercier Puder. Ein Powder Puff. Ich glaube, man sieht schon den Effekt. Jetzt kommt noch Bronzer. Dann kommt Blush noch drauf. Highlighter. Jetzt kommt noch Fixing Spray drauf, und zwar das vom MAC. Habe es nur umgefüllt in eine andere Flasche. So, Leute, also das ist mal die fertige Base, und ich komme ein bisschen näher. Wie ihr seht, hat der hier. Sieht man halt immer noch durch. Finde das Ergebnis richtig nice. Also, wenn man jetzt schaut, passt die Foundation eigentlich genau hier dazu. Ja, schöner Glow, schön frisch. Ja, also es gefällt mir. Ich mache mir jetzt die Augenbrauen, Augen, Lippen, und dann bin ich wieder. So, ihr Lieben, also ich bin ready to go. Heute mal ein bisschen rosa. Aber es geht ja um die Foundation, um die Base. Also sie glänzt trotzdem. Sie hat diesen Glow. Es fühlt sich an, als hätte ich gar nichts drauf. Foundation oder Puder oder keine Ahnung. Also es fühlt sich nach nichts an. Einfach. Ja. Ich muss sagen, die Foundation gefällt mir jetzt schon besser als der Concealer. Der Concealer ist halt so richtig so cremig, dass er halt in die kleinen Fältchen hier reinrutscht. Deswegen habe ich hier nochmal abpudern müssen. Aber bis jetzt alles tippitoppi. So, ich bin ready to go, und wir sehen uns in ein paar Stunden wieder. Hallo ihr Lieben, ich bin zurück, und 8 Stunden sind jetzt schon vergangen, und ich wollte euch zeigen, wie die Foundation jetzt sitzt.
zwar komme ich jetzt ein bisschen ganz nah. Natürlich hier, wo ich die Brille getragen habe, ist ein bisschen weg. Das ist ganz normal. Normalerweise habe ich so das Problem, dass hier meine Foundation bricht, aber ist sie nicht. Ich finde, die Base sieht immer noch sehr, sehr schön aus und vor allem habe ich das Gefühl, sonst hätte ich gar keine Foundation drauf. Also es klebt nicht, es pickt nicht. Irgendwie sehr angenehm, muss ich sagen. Was ich jetzt vom Concealer bis jetzt noch nicht so sagen kann, weil der war so richtig cremig. Aber mal schauen, wie es die nächsten Tage aussieht. Für jetzt bin ich absolut zufrieden, obwohl ich keine Creme drunter trage oder Primer oder sonst irgendwas. Also, ja, läuft. Und wir sehen uns die Tage wieder. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder und es ist der nächste Tag und heute fangen wir mit einem Primer an. SPF ist heute wieder mal nicht drin, weil draußen regnet es wie aus Eimern. Ich weiß, man soll immer SPF drauf tun, aber wenn es so draußen schifft, dann ja, mache ich es halt persönlich jetzt nicht. Und ich benutze den Primer hier von e.l.f. Cosmetics. Soweit ich weiß, ist der silikonbasiert. Deswegen habe ich den hier rausgesucht. Wenn das nicht der Fall ist, schreibe ich es hier unten irgendwo hin. Auf jeden Fall benutze ich mal den, um, ja, um zu sehen, wie die Foundation drauf sitzt. So, heute nehme ich nochmal diesen Pinsel hier und gebe mir einen Pump zuerst mal auf den Handrücken von der Foundation. So, dann nehme ich den Schwamm hier und verblende das alles schön. Also, ihr könnt mal schauen, so wie die Foundation jetzt mal so sitzt. Also, wie eine zweite Haut finde ich jetzt. Hier habe ich ja noch diesen Bewohner hier, aber der wurde auch richtig gut abgedeckt. Jo, und jetzt kommen wir mal zum Concealer. Genau. Was ich heute ein bisschen anders machen möchte, ist mit dem Concealer. Das zeige ich euch gleich. Hier. Hier. Und letztes Mal habe ich euch gesagt, dass mir die Foundation hier meistens bricht. Ja. Hat sie letztes Mal nicht, überhaupt nicht. Aber ein neuer Trick, einfach versuche ich mal, hier ein bisschen Concealer aufzutragen. Vielleicht hilft das. Bin gespannt. Obwohl die Foundation halt, ich habe sie jetzt einmal getragen und jetzt ist das zweite Mal. Und ja, die Foundation hat mich mehr überzeugt als der Concealer. Aber mal gucken. So, Beauty Blender. Heute habe ich jetzt auch den Concealer mit dem halt unter dem Auge auch den Beauty Blender benutzt und nicht den Brush. Aber geht alles ganz flott. So, und jetzt werde ich einfach die Base wieder gleich machen wie letztes Mal. Ihr könnt es euch jetzt einfach in der, im Schnelldurchlauf durchgehen lassen.
so sieht jetzt meine Base aus. Von ein bisschen weit. Und jetzt nah. Ich finde, es sieht sehr flawless aus. Also so richtig so, keine Ahnung. Ich habe wenigstens so das Gefühl. Und ich mache mir jetzt Augenbrauen, Augen, Lippen und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. So, hier bin ich wieder und ich bin ready to go. Und ich zeige euch nochmal die Base. So sieht's jetzt aus. Weiß nicht, meine Augenbrauen wollen momentan gar nicht so, wie ich will. So Alltags-Make-up. Jo. Das ist es. Und wir sehen uns in 8 oder 9 Stunden wieder. So, hallo ihr Lieben. Also, der Tag ist vorbei und bevor ich mich jetzt abschminken gehe, wollte ich nochmal kurz das Finish hier zeigen, die Foundation, das Make-up und so weiter. Also ich habe jetzt recherchiert und dieser Primer von e.l.f. ist wirklich ist auf Silikonbasis wie die Foundation, aber das eine mit dem anderen hat jetzt nicht so richtig gut funktioniert. Ich komme ein bisschen näher und zeige euch, ja, wie das hier jetzt noch sitzt. So, also, so hier mäßig habe ich das so Gefühl, dass ich hier und hier, man sieht meine Poren einfach viel, viel mehr, Leute, und das sieht einfach gar nicht mehr so flawless aus wie ohne Primer. Also ohne Primer hat es auf jeden Fall viel, viel besser ausgesehen. Ich habe das Gefühl, als wäre hier bisschen die Foundation gebrochen, hier von der Brille natürlich noch, aber sonst ist es eigentlich ganz okay, aber ich finde es ohne Primer auf jeden Fall saß die Foundation viel, viel besser. Ja, das wäre jetzt mal der Zwischenstand und dann sehen wir uns im nächsten Abschnitt dann mit, auf jeden Fall mit SPF. Und der Foundation. Hallo ihr Lieben, neuer Tag, neues Glück mit der House Labs Foundation. Heute als Primer habe ich den SPF von Paula's Choice drauf. Und der ist schon eingezogen, obwohl natürlich der halt einen mega Glow gibt. Und die Foundation auch einen mega Glow gibt, aber ich liebe Glow. Deswegen passt das alles ganz gut. Gut schütteln. Dann fangen wir an. Was ich heute anders gemacht habe, ich habe dieses Setting Spray von Hourglass benutzt, aber ich glaube nicht, dass sich das irgendwie auswirken wird auf die Base, weil es ist einfach ganz leichter Sprühnebel. Ja, das ist jetzt mal meine Base. Von nah. Schön, glowy,
Ja. Mache ich mir die Augen, die Lippen und dann bin ich wieder weg. So, ihr Lieben, wie ihr seht, Augen, Lippen sind fertig, aber ich habe noch ein Produkt, das ich gerne auch noch auftragen würde. Das ist nämlich heute noch angekommen von SheGlam. Und zwar ist das für Sommersprossen sich zu malen. Sieht so aus. Ich habe die Farbe, die hellste Farbe habe ich bestellt, soweit ich weiß. Ich schaue es mal nochmal. Yep. Genau. Und ja, man soll das wie mit dem Catrice-Stift einfach so und dann ein bisschen reintupfen. Ja, versuchen wir mal. Als erstes sagen, das ist sehr, sehr ergiebig. Also da gibt es ganz viel Flüssigkeit drin. Jetzt schaut es mal richtig nice aus. Ich werde jetzt da auf die trockenen Stellen. Es trocknet und es bleibt nicht auf dem Finger. Passt. So, ja, ich werde dann heute Abend, bevor ich mich abschminke, dann nochmal mich hierher setzen und euch meine Base nochmal zeigen. So, ihr Lieben, also es ist spät abends, also vor dem Abschminken. Und ich komme jetzt ein bisschen näher und dann könnt ihr die Base euch nochmal anschauen. Also, es ist immer noch glowy, also das sieht man extrem. Aber ich mag's. Und an den Stellen, wo sie eigentlich gerne bricht, ist sie noch überall da. Also ich finde das Ergebnis super, außer hier natürlich an der Nase, weil ich die Nase mehrmals geputzt habe. Ist sie weg, aber sonst, dass sie eben so lange gehalten hat, finde ich top. Also mit dem SPF klappt es auf jeden Fall. Und dann schauen wir das nächste Mal, wie ich die Foundation auftrage und wie lange sie dann hält. So, ihr Lieben, wir testen weiter die House Labs Foundation und heute der Primer ist der hier von Essence und zwar der Hello Good Stuff Glow Serum Primer mit Wassermelonengeruch. Also, ihr kennt den sicher. Ich finde ihn persönlich sehr gut. Er zieht schnell ein, ist ein bisschen sticky und ich mag das. Und mit anderen Foundation hat das bis jetzt immer gut funktioniert. Und habe ich mir gedacht, ja, dann versuchen wir es halt jetzt auch mit der House Labs Foundation. Ein bisschen schütteln zuerst. Was ich heute anders machen werde, und zwar, ich werde diesen Brush hier verwenden. Habe ich jetzt schon öfters bei anderen Foundations verwendet, aber heute mal auch mit der. Also, ich gebe zuerst mal einen Punkt auf meine Hand, verteile dann das eben so ein bisschen gleichmäßig und dann gehe ich mit dem Pinsel herum. Dass man mit diesem Pinsel einfach sehr, sehr präzise arbeiten kann. Wirklich hier auch um die Augen, hier überall geht es ganz gut. Und ich habe nicht ganze 2 Pumpstöße gebraucht und normalerweise brauche ich auf jeden Fall 3. Und dafür, dass meine Haut eigentlich momentan gerade nicht so gut ist,
Sieht trotzdem sehr gut aus und es hat keine Streifen oder so. Aber ich werde sie ein bisschen, ich werde jetzt einfach ein bisschen drauf noch ein bisschen stärker machen. Obwohl es gar nicht nötig ist. Aber ich möchte jetzt auch die Foundation jetzt auch nicht wegschmeißen. Machen wir einfach noch eine Schicht drüber. Also ich kann euch den Pinsel auf jeden Fall nur empfehlen. Es sind nicht so die typischen von früher, diese Foundation Brushes, wo überall Streifen bleiben, sondern es sieht richtig nice aus. So, dann sind wir mal fertig mit dem und dann natürlich mit dem Beauty Blender gehe ich nochmal drüber. Und ab jetzt mache ich einfach meine Base genau gleich wie die Tage davor. Leute, das ist mal die Base. Ich mache jetzt noch meine Augenlippen und dann zeige ich euch noch das fertige Ergebnis. So, jetzt bin ich fertig. Augen habe ich mir ein bisschen blaumäßig angehaucht. Ja, Lippen, ja, ist momentan halt so ein bisschen in sind. Und das ist auch mein fertiger Look. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder, um euch zu zeigen, ob die Base gehalten hat und wie die Base gehalten hat. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Die Base. Ganz nah. Und nachher gibt es das nachher. So, ich wollte euch ein kurzes Update geben zu meinem Make-up, zu meiner Base. Mit Full-Face-Make-up trainiere ich. Also, es ist ja ein Scheißwetter, wie ihr an den Wolken sehen könnt, aber ich trainiere langärmlich, aber ja. Aber so draußen, ich habe ihr gesagt, mein Gesicht hat momentan einen Ausbruch, also meine Haut. Aber dafür, dass ich gerade Sport mache, beziehungsweise fast am Ende bin, sitzt die Base eigentlich ganz toll, außer natürlich da, wo der Brillenabdruck ist. Jo, kleines Update. Wenn ich zu Hause bin, mache ich dann das ganze Update. So, ihr Lieben, ich bin aus der Puste. Ich komme gerade vom Sport. Also, ich gebe für diese Review alles. Also, ganzer Tag heute und Sport gemacht. Ich habe sogar beim Sport eine Videosequenz gemacht, dass man draußen nochmal meine Base sieht. Und ich muss sagen, draußen sieht sich noch viel schlimmer aus als jetzt hier, finde ich zumindest. So, ich zeige euch mal, wie das jetzt aussieht. Ganzer Tag und Sport jetzt hinter mir. Wie ich heute Morgen schon gesagt habe, hat meine Haut hier so eine Explosion und hier auch ein bisschen und da sieht man am meisten, dass sie dass sich die Foundation halt abgesetzt hat oder halt schön draufgesetzt hat oder so. Ja, man sieht die Hügelchen ganz schön, aber man sieht nicht durch. Natürlich hier auch noch von den Brillengläsern. Natürlich, obwohl ich heute probiert habe, loses Puder auf die Brillen, also auf das Gestell drauf zu tun, damit dieser Abdruck nicht drauf ist,
Hat aber auf jeden Fall nicht funktioniert bei mir. So, das ist eben, wie gesagt, meine Base. Mit dem Essence Primer, mit der Foundation, mit diesem komischen Pinsel hier. Und der Tag mit Sport und so weiter. Jetzt bin ich fix und fertig. Gehe mich abschminken, duschen und ins Bett. Und wir sehen uns wieder. Hallo ihr Lieben, ja, ich glaube, mit dem Testen sind wir jetzt endlich durch. Also es ist jetzt ein Monat vergangen, seit ich die Foundation regelmäßig teste. Ihr habt gesehen, manchmal mit diesem Primer, manchmal mit diesem, dann mit Sonnenschutz, dann mit noch anderem Sonnenschutz. Also ich habe noch mit La Roche-Posay Sonnenschutz auch noch ausprobiert. Also alles, was ihr behind the scenes noch nicht halt einfach gesehen habt, ich habe das andauernd, habe ich die Foundation durchgetestet. Um welche Foundation geht es nochmal? Ja, es geht um die House Labs Foundation und natürlich auch um den House Labs Concealer. So, ich komme jetzt ein bisschen näher, weil ich habe die Foundation gerade wieder drauf und möchte euch einfach nochmal meine Base zeigen. Aber wie ihr natürlich wisst, kommt man nie so nahe an eine Person, wie ich jetzt an die Kamera natürlich. Natürlich sieht man auch, dass ich ein paar Pickelchen habe, dass meine Haut momentan gerade nicht mitspielen will. Aber das macht überhaupt nichts. Ich finde die Foundation trotzdem wirklich toll. Also von First Impression, ohne Primer, ohne irgendwas drunter, fand ich sie super. Und nach dem langen Testen, also einen Monat, finde ich die Foundation noch viel besser. Ich weiß nicht, die Foundation passt einfach so gut. Sie hat so viele gute Inhaltsstoffe drin und vielleicht ist sie deswegen so gut. Vielleicht ist sie aber aus irgendeinem anderen Grund so gut oder sie ist einfach für meine Haut und für meine Bedürfnisse ebenso gut. Genauso wie der Concealer, obwohl der Concealer für meine Verhältnisse einfach zu creamy ist. Einfach, ja, zu creamy. Ja, wenn man ihn einfach nur solo trägt, um ein bisschen hier abzudecken oder so, für den Sommer so ein paar Sachen, okay, aber sonst ist mir der einfach zu cremig und die Foundation ist einfach so, als hätte man eine zweite Haut. Also man spürt sie gar nicht, man hat das Gefühl, man hat gar keine Foundation drauf. Und das ist das, was mir sehr gut gefällt. Natürlich, was mir natürlich noch sehr super gefällt, dass ich einfach ein super Match gemacht habe mit dieser Foundation und meiner Haut. Die passen einfach perfekt zusammen. Ja, und deswegen hat sich der Kauf für mich von diesen Produkten einfach gelohnt. Es gefällt mir, das ist meine persönliche Meinung nach dem einmonatigen Testen. Und ja, also falls ihr auf meine Meinung Wert legt, ist das ein absolut gutes Produkt. So, ich hoffe damit, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und natürlich, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann jetzt auf Abonnieren klicken, denn dann verpasst ihr einfach nie wieder ein Video von mir. Und sonst, wenn ihr irgendeine Meinung dazu habt, gerne in die Kommentare rein. Sonst alles Beschriebene ist in der Infobox und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.